Ja, huhu, hier wieder beim Quali. Wir spielen eine Runde Magic und sind dabei, unsere Gratis-Booster-Packungen aufzumachen. Also ich finde, das ist eines der schönsten Sachen an Magic, so Booster-Packungen aufmachen. Ja? Deswegen mag ich auch dieses normale Magic online nicht so richtig vom Spiel, weil da wird, also richtig effektiv sind Booster ja eigentlich nie richtig. Also, aber da macht es irgendwie noch weniger Sinn, als in einem normalen Magic oder hier halt Booster aufzumachen. Aber wie gut, wir machen mal Booster auf. Eine Booster-Packung packen wir uns eins nach dem anderen. Und schauen mal, mit was wir hier arbeiten müssen. Geistesblitz des Handwerkers, ein Spontanzauber, ziehe zwei Karten. Falls du kein Artefakt kontrollierst, wirf eine Karte ab. Ja, Karten ziehen, super. Dann haben wir eine Seitenwaffe des Veterans. Plus eins für eine Kreatur zum Ausrüsten. Ausrüsten ist, ja, ist ein Artefakt, das legt man quasi wie eine Verzauberung an die Kreatur an. Allerdings bleibt die Ausrüstung im Spiel, auch wenn die Kreatur stirbt. Man kann sie halt auch wieder umrüsten. Dann haben wir einen Wächter des Meletiz. Ein Verteidiger mit 06. Okay. Ist okay. Reißt mich aber jetzt nicht vom Hocker. Vorsteher der Gießerei. Andere Artefaktkreaturen, die kontrollierst, halten +1/+1. Okay. Würde dann eine 1/6er hier sein. Leutnant des Konsuls, 2/1 Erstschlag, was schon mal gut ist. Ruhm 1. Wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt oder falls sie noch nicht ruhmvoll ist, lege eine +1/+1 Marke auf sie und sie wird ruhmvoll. Immer wenn der Lieutenant von Kosuls angreift und er ruhmvoll ist, erhalten andere angreifende Kreaturen, die bekommen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja, der ist cool. Und wir haben einen Güldenlaub-Ausdünner. 5 Mana, okay, bedrohlich. Die kann nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Das ist cool. Und wenn der Ausdünner ins Spiel kommt, kann ich eine Nicht-Elf-Kreatur meiner Wahl, deren Stärke und Widerstandskraft ungleich sind, zerstören. Auch sehr gut. Mhm. All die drei Karten sind die nicht so richtig super cool. Die drei Karten hier finde ich am besten. Bisher. Und die nächste Booster-Packung. Nochmal eine Seitenwaffe. Und wir haben hier einen unterirdischen Speer. Wenn er ins Spiel kommt, kann eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger in dem Zug nicht geblockt werden. So, okay. Ein Girafur-Feinmechaniker. Okay. Wenn der ins Spiel kommt, bringe einen 1/1 farblosen Thopter Artefakt-Kreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit ins Spiel. Ja, sehr cool. Läuft. Den Dolch hier kennen wir ja. So, was haben wir hier? Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bringe einen 2/2 Elementarwesen Kreaturenspielstein ins Spiel. Ja, für 5 Mana. Ich weiß nicht, ob das... Also bei 5 Mana, da hat man eigentlich schon so alles, was man so an Ländern hat, irgendwie raus. Und da... Ja, vielleicht in so Elfendecks, die schnell auch auf 5 Mana hochpushen können. Ah, ich weiß nicht, ob ich die gut finde oder nicht. So, dann haben wir ein Girafur Ätherfeld. 2 ungetammte Artefakte, die du kontrollierst. Das Ätherfeld fügt einer Kreatur dem Spieler einen Schaden zu. Jo, läuft. Das Erwachen der Animistin. Decke die obersten X-Karten in der Bibliothek auf, bringe davon alle Länderkarten getappt ins Spiel und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Zauberkunst. Falls sich 2 oder mehr Spontanzauber- oder Hexereikarten in deinem Friedhof befinden, enttappe die Länder. Ja. Kann ganz gut sein. Was finde ich gut? Ich finde den gut, weil er einen Spielstein mitbringt. Das, das finde ich noch ganz okay. Das da, ich weiß nicht. Na. Die beiden finde ich ganz gut. Nächste Musterpackung. Eine Hammer noch. Eine Hammer. Okay.
Ein Augenschöpfer. Wenn der Augenschöpfer ins Spiel kommt, kannst du eine Verzauberungskarte in der Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurückbringen. Das ist gut, wenn man den Augen spielt. Ansteckender Blutdurst. Verzauberte Kreatur. Verzauberte Kreatur plus 2, plus 1 und hat Eile und greift in jedem Zug an, falls möglich. Wenn die verzauberte Kreatur stirbt, kannst du deine Bibliothek nach einer Karte namens Ansteckender Blutdurst durchsuchen und sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und dann die Bibliothek mischen. Ja, okay. Dann eine Kreatur kriegt plus 4 plus 4 bis zum Ende des Zuges. Ein Vampir. Immer wenn eine Kreatur, die der Gegner kontrolliert, stirbt, lege plus 1 plus 1 mal. Der ist relativ cool, finde ich. Die Diebin. Bravour. Immer wenn ein Nicht-Kreaturen-Zauber wirkst, erhält die Kreatur plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ja. Immer wenn die Diebin einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Oh, die ist cool. Nissas Offenbarung. Hellsicht 5. Kann ich euch mal eben zeigen. Gibt hier weniger Kunden, welche Karten neu zufügen. Hellsicht N-Karten, eine Bibliothek anschauen, beliebige Anzahl darunter oder deine Bibliothek mit dem Rest in beliebiger Reihenfolge oben drauf. Also kann man quasi die nächsten 5 Karten angucken und dann entscheiden, ob man die nächsten Züge ziehen möchte oder eben nicht. Falls es eine Kreaturenkarte ist, ziehst du die Karten entsprechend ihrer Stärke und erhältst Lebenspunkte in Höhe ihrer Widerstandskraft. Mhm. Boah, das kostet allerdings 7 Mana. Ich weiß nicht. Also die Diebin und den Vampir finde ich gut. Hier die oben kann man eigentlich auch immer ganz gut gebrauchen. Wenn da nicht die Einschränkung wäre, dass er jeden Zug angreift, dann wäre es richtig, richtig gut. So, wir sollen jetzt da draußen ein Deck bauen. Oh Gott, das wird schwer. Hm. Aber wir haben ja noch. Wir haben einen Dickte Engel. Haben wir anscheinend 4-mal. Aber wir haben so ein paar weiße Karten, aber haben wir ja von Natur aus, oder wie? Okay. Dann kann man natürlich ein bisschen mehr auch damit machen. Eigene Karten zeigen. Okay. Aber wir haben auch blaue. Sehr schön. Scheinen hier die Commons. Wassermangel. Aha. Nice, nice. Oh, da muss ich mich jetzt echt mal dran machen und mir dann was zurechtbasteln. Okay, haben wir relativ viele Karten hier schon. Neues Deck erstellen. Wie erstelle ich denn jetzt hier ein neues Deck? Neue Karten, Filter entfernen. Ich würde gerne ein neues Deck erstellen. Menü. Naturation Lost in einem Kartensammel. Lass uns die Karten gleich ausprobieren auf den Kampfmodus. Ja, ich würde aber erst gerne hier ein Deck zusammenstellen. Neues Deck erstellen. Hallo. Ich weiß nicht. Hallo. Modus. Solo-Kampf erlaubt es dir, bla bla bla, okay. Meine Decks. Ja, okay. Meine Decks. Deckbautool.
weiter. Ja, das lese ich jetzt nicht alles durch. Hier. Ah, okay, das kenne ich dann jetzt vom letzten Magic-Teil. Gut, ich mache hier mal kurze Pause und dann komme ich wieder, wenn ich mir ein Deck gebaut habe, und dann erkläre ich euch das. Ja, also ich denke mal, das sind die ganzen Karten, die ich aus dem letzten Magic-Teil hatte. Kann das sein? Ich habe einen Elefant. Nee, egal. Ich baue mir jetzt ein Deck zusammen und dann schauen wir mal, wie wir uns damit schlagen, wenn ich wieder da bin. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und haben uns so ein ähnliches Deck zusammengestellt, wie wir im letzten Magic-Teil hatten. Das geht natürlich nicht komplett so, weil es gibt einige Karten, davon gibt es wieder und andere wieder nicht. Es wird auch nicht so richtig gut funktionieren, so wie das im letzten Teil funktioniert hat. Aber ich zeig's euch mal. Also wir haben ein paar Kreaturen, die wir wegopfern oder wegblocken können oder so. Kleine, zum Beispiel hier den Goblin Brandstifter, den kennt ihr auch noch aus dem letzten Teil. Wenn der stirbt, kann er einen Schaden schießen. Für einen Mana immer ganz nervig. Und den gibt es als Artefakt, quasi als Myrrh. Und der macht dasselbe für einen Mana mehr, macht aber zwei Schadenspunkte. Also quasi zwei ziemlich nervige Kreaturen, davon habe ich jeweils viermal. Welche sind. Dann habe ich hier einen Spruch, wenn ich eine Kreatur opfere, kann ich eine Kreatur zerstören. Sehr gut gegen Kreaturendecks. Dann habe ich hier den wir gezogen hatten aus dem Booster, den Vampir, aber wenn eine Kreatur stirbt, wird er stärker. Sehr gut halt in Verbindung mit den bisherigen Karten. Dann habe ich halt eine Sache gesucht, wie kriege ich denn diese nervigen kleinen Kreaturen wieder ins Spiel zurück. Gibt es hier den Leichenschlepper für 3 Mana, kann ich die wieder auf die Hand zurückholen. Das ist natürlich total Mana-intensiv, das ist so eine der Karten, die eigentlich ziemlich schnell rausfliegen sollten, wenn ich was Besseres hätte. Hier habe ich einen Zauber, der Schaden zufügt. Und zwar ja auch geteilten Schaden. Ja, ist mal ganz nett als Trick. Die Blutflussexpertin kennt ihr auch noch. Opfer eine Kreatur, lege eine +1/+1 Marker auf die Blutflussexpertin. Sehr stark in Verbindung mit dem Vampir hier, mit dem Cobbler. Dann habe ich hier auch, den hatten wir auch aus dem Booster Pack gezogen. Der bringt für 3 Mana, heißt, kommt er selber und einen farblosen Spielstein ins Spiel, auch gut zum Opfern. Totengräber holt uns auch wieder Karten aus dem Friedhof zurück. Auf die Hand leider nur. Dann haben wir hier Card Draw, also die obersten 4 Karten, Bibliothek angucken, 2 davon auf die Hand nehmen, der Rest in den Friedhof legen und ich verliere 2 Lebenspunkte. Ja. Dann haben wir hier, übernehmen die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges, enttappe die kriegt +2/+0 und Eile, kann also angreifen und die dann halt auch wegopfern. Das ist halt dasselbe, wie wir im letzten Deck hatten. Nur für mehr Mana und nicht so geil. Also ich wünschte mir die anderen Zauber wieder zurück, weil die gibt es momentan noch nicht mehr. Dann habe ich einmal von den Toten auferwecken drin. Mal eine intensive Reanimation. Auch für gegnerische Kreaturen. Ganz nett. Und halt Länder. Ja, probiere ich das mal. Änderung speichern. Hier haben wir einen schönen Deckbox. In den Kampfmodus. Da du jetzt über ein Deck verfügst, solltest du es auch benutzen. Wechsel zum Solo-Kampf, probier's aus. Also machen wir einen Solo-Kampf. Leicht den Gegner. Wähle weiter, um zu spielen. Okay. Ja, machen wir mal ein einfaches Match. Weiter. Also. Ganz klar, wie unser Deck funktionieren sollte. Ähnlich wie das, was wir schon mal hatten. Also wir übernehmen die Kontrolle von gegnerischen Kreaturen. Leider haben wir dafür nur 4 Karten. Ich hoffe, da kann man ein bisschen mehr ziehen oder so. Und ja, wir opfern und zerstören die gegnerischen Kreaturen und greifen dann halt starken Kreaturen an, die durch diese Effekte aufgepumpt werden. Okay. Schauen wir mal.
Wir haben drei schwarze Mana, ein Doppelland. Wir haben eine Nervkreatur, wir haben einen Totengräber und wir haben ein Übernehmen. Ja, kann man behalten, denke ich. Wir dürfen nicht anfangen. Ein bisschen viel Mana für meinen Geschmack. Also noch eine Nervkreatur gezogen. Der Mögo, der Gefährliche. Also gegen jedes Deck, was irgendwie auf Kreaturen basiert, sollten wir relativ gut aufgestellt sein. Ja, okay, den Lightning Schlepper, den haben wir auch. Weiter. Wir ziehen weiter Mana und holen uns mal hier so eine nervige Myrrhe. Das ist übrigens ganz cool, wenn wir den übernehmen und dann aus unserem Friedhof wieder was rausholen, das wäre ganz witzig. Da kommt noch ein anderer Leichenschlepper. Traut er sich denn anzugreifen? Er traut sich nicht anzugreifen. Wir haben noch einen Mürr. Wir werden jetzt einfach mal angreifen. Weil, wenn er blockt, stirbt die Kreatur und die andere direkt mit, weil wir schießen ja Schaden. Blockt natürlich nicht. Und hier haben wir noch einen anderen Blocker. Ihr seht jetzt schon, das ist so nervig, der eine blockt den und der andere wird dadurch zerstört. Ich finde die Mürs cool. Die sind nett. So, einschüchtern. Diese Kreatur kann außer von Artefaktkreaturen oder von Kreaturen, denen sie eine Farbe gemeinsam hat, nicht geblockt werden. Wie gut, dass die Myrrhs Artefaktkreaturen sind. 3-2, das heißt, das Ding stirbt auch durch den Myrrh. Wir ziehen nicht so coole Sachen nach. So, was machen wir denn jetzt hier? Wechseln. Ich glaube, wir greifen einfach erstmal mit dem Nurz an. Und schauen mal, was der Gegner macht gegen die. Er nimmt den Schaden. Okay. Und spielen wir halt noch einen Nurz raus. Drei Stück davon sind schon ziemlich nett. Wir bräuchten jetzt irgendwas, womit wir die auch opfern können. Er greift an. Kann den natürlich dann sofort wieder zurückholen. Wir blocken. Dürfen wir jetzt Schaden schießen? Ich würde dann auch einen seiner Reanimator zerschlagen. Und da kommt noch eine 3-2er. Gut. Wir haben noch was zu übernehmen. So, wir spielen Gräber können wir noch nicht mit dem Myrrh zusammenspielen. Aber wir hatten. Nee, den Goblin hatten wir nicht im Graveyard. Aber wir machen einfach mal weiter. Angriff überspringen, das macht momentan nicht so viel Sinn. Finde ich zumindest. Ohne dass wir jetzt hier unser komplettes Board für. Wir brauchen irgendwas, was opfert. Flugsicherheit ist schlecht gegen uns. Also, schlecht für uns. Super gut für den Gegner. Ja, dann ist die Buffalo-Expertin. Sehr schön. Spüre. Und geben ab in den Zug des Gegners.
den würde ich jetzt noch nicht blocken, wenn er reinkommt. Andere werde ich blocken. So, wie blocken wir? Wir blocken die Starken, würde ich sagen. Block bestätigen, Timer anhalten. Wir wollen jetzt natürlich auch Profit ziehen aus dem Schaden schießen. Auf den. Und wir opfern auch den anderen weg. Dadurch kriegen wir keinen Schaden heute. Denn die gelten immer noch als geblockt. So, der greift in jedem Zug an, wenn er will. Ja, kann er ruhig. Durch die Blutfluss-Experten haben wir jetzt eine stabile Sache hier. Es sei denn, er zerstört uns hier irgendwas. Wir übernehmen die Kontrolle über den Juggernaut. Der hat jetzt 7-3 und wird jetzt einfach mal angreifen. Und jetzt muss er schon seinen Blocker dabei 7 Schaden. Ich weiß nicht, ob er den nimmt. So, Angriff bestätigen. Der wird den blocken, oder? Er blockt ihn nicht. Okay, von mir aus. Dann opfern wir den Juggernaut weg. Spielen noch ein Land. Und geben ab. Sieht gut aus für uns momentan. Alles, was jetzt reinkommt, können wir gut wegblocken. Da kommt noch ein Flugsicherer. Nicht so geil momentan, aber gut. Was will man machen? So, wir holen uns den einzigen, den wir uns holen können. Er kann den auch nicht blocken, weil die beiden sind nicht schwarz und keine Artefaktwerte. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Drücken dem Gegner mal 5 Schaden. Geopfert. So, jetzt sind wir schon fast in der Lage, ihn richtig in Geduld zu bringen. Noch ein Flugsicherer. Das wird dir nicht mehr viel helfen, Junge. Hoffe ich zumindest. Da ist noch eine Blutfluss-Expertin. Aber wir spielen den Totengräber aus. Den Toten selber ausspielen. Wir holen uns einen Mürr zurück. Steht hier. Wir spielen den Mürr. So. Und ja. Sieht doch ganz gut aus, unser Board. Angriffen macht momentan nicht so viel Sinn. Wenn er uns angreift, hat er ein Problem. Ah, Lebensverknüpfung, okay. Eine Kreatur Plus, von mir aus. Ist ja nur für bis zum Ende des Zuges, nicht wahr? So, hier haben wir einen Foktertypen. Nehmen wir den mit. Flieger mit und Flieger sind toll. Vor allem, wenn der Gegner nichts hat, was er gegen den Flieger machen kann.
wenn er gleich mit dem Lebensverknüpfungstypen angreift, dann muss ich leider den Zwillingsblitz auf den schießen. Aber der Flieger wird ihn jetzt gleich, denke ich, vor einige Probleme stellen. So, er greift an. Einen Schaden auf den. Einen Schaden auf den Gegner. So. Nur noch 4 Schaden zu tun. Was ziehen wir? Wir ziehen ein Land. Okay. Gehen wir mal weiter. Dann greifen wir mit unserem Flieger an. Wir gehen jetzt auf 3 runter. Und wir machen mal weiter. Traut sich anzugreifen. Ja. Er hat keine Karten auf der Hand, also locken wir den einfach weg. No problemo. Mein Zug. Land. So, wenn wir jetzt mit allem angreifen, kann er 3 blocken. Den wird er blocken, den wird er blocken und den wird er blocken. Dann kommen die beiden durch, machen 2 Schaden. Und das reicht noch nicht ganz. Der wird überleben und danach kann er blocken. Das kann ich machen. Mit allen angreifen. Das müsste der Sieg sein. Stopp. Der wird geblockt. Der wird geblockt, wie ich vermutet hatte. Damit ist der Gegner auf 1 runter. Flugsichere Bestie ist tot. Unser Totenbeamer ist tot. Unser Feinmechaniker ist tot. Und der Gegner jetzt auch, weil ich opfere nämlich jetzt einfach den Müll. Dann ist er weg. Ja, funktioniert ganz gut. Duell mit einem eigenen Deck, super, danke. Ich mag diese Art von Deck, ja. Muss man ja sagen. So, Community Quests. Neutralisiere 5 Zaubersprüche. Ohne Neutralisierungszauber ist das natürlich ein bisschen blöd. Ne? So, wir gehen nochmal weiter nochmal in den Kampfmodus. Fertigkeitsquest. Lerne die Macht eines Planeswalkers einzusetzen. Ja, warum nicht? Die gab es übrigens im letzten Magic-Teil noch nicht. Und da ist mir dann die natürlich. Planeswalker-Karten repräsentieren mächtige Verbündete, die im Spiel bleiben und für dich kämpfen. Sie starten mit einer Anzahl Loyalitätsmarken, die in der rechten unteren Ecke angezeigt wird. In jedem deiner Züge während deiner Hauptphase kannst du eine Fähigkeit deines Planeswalkers aktivieren. Diese Fähigkeiten erhöhen oder verringern die Loyalität deines Planeswalkers. Vergrößere einen Planeswalker, um eine seiner Fähigkeiten zu aktivieren. Du kannst einen gegnerischen Planeswalker mit deinen Kreaturen angreifen. Außerdem können deine Zauber und Fähigkeiten dem gegnerischen Planeswalker Schaden zufügen, statt dem Gegner. Wenn einem Planeswalker Schadenspunkte zugefügt werden, verliert er entsprechend viel Loyalität.
Falls die Loyalität eines Planeswalkers auf Null sinkt, wird er auf den Friedhof gelegt. Zwei Planeswalker haben sich in den Kampf gestürzt. Die Feuermagierin Chandra auf deiner Seite und die Animistin Nissa auf der anderen Seite. Nissa wird bald ihre ultimative Fähigkeit aktivieren und das Spiel gewinnen. Um diese Fertigkeitsquest abzuschließen, musst du einen Weg finden, Nissa in deinem nächsten Zug zu eliminieren. Nissa in meinem nächsten Zug eliminieren. Was kann denn die Nissa? Enttöppel 6, Länder deine Wahl, wir werden 6-6. Okay. Er kann die das nächste Mal hochpushen. Was kann er denn mit dem Hochpushen? Decke die oberste Karte auf, weil es Länderkarte ist, bringe sie ins Spiel, sonst nimm sie auf die Hand. Okay, was kann mein Planeswalker? Fügt einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Das kann ich beides noch nicht machen. Und wir haben einen Blitzschlag für 3. Fügt einer Kreatur einem Spieler Schaden zu. Das heißt, es wäre jetzt genau 7, wenn wir jetzt angreifen dürften. Ah, wir dürfen angreifen. Okay. Dann greifen wir die Nissa an. Schaden. So, dann schießen wir den Nissa 2 Schaden. Und dann gut gemacht. Schießen wir den Nissa 3 Schaden. So mächtig, dass viele Decks um sie herum aufgebaut sind. Lass sie für deine Sache kämpfen. Ja, wenn ich einen hätte, ne, würde ich das ja machen. Ich habe aber keinen. So, ja. Wir gucken noch mal in den Store, glaube ich. Und gucken mal. Münzen holen. Nee, Boosterpackungen. Ah, eine Boosterpackung kostet 150 Münzen. Zwei kosten 300. 8200. Okay. Gut, dann holen wir uns wahrscheinlich im nächsten Folge mal so einen Booster-Pack. Gehen aber nochmal in den Kampfmodus. Weil hier kriegen wir nämlich die letzten 15 Münzen, die wir für 2 Packs brauchen. Wir können auch weiter einfache Matches spielen und 5 Münzen einfach weiter farmen. Da müssen wir allerdings eine Menge spielen, bis wir so einen Booster-Pack reinmachen. Ne? 150, okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss. Yeah.